Herzlich willkommen zu Demon Stories Cyber Sleuths. Cyber Sleuths? Keine Ahnung, Complete Edition. Hab das Spiel schon ein bisschen auf PS4 gespielt gehabt, also den ersten Teil. Aber hab gesehen, letzte Woche kam es jetzt, glaube ich, auf Steam raus. Als Complete Edition. Da ist der erste und der zweite Teil Hacker's Memory mit dabei. Hab ein bisschen überlegt, aber dachte, ja komm. Wir spielen ja eh so gerne hier Pokémon-Spiele, also Ponymon haben wir schon gespielt. Turmon habe ich ein wenig aufgenommen. Ich werde zwar noch nicht releasen, ich lasse das mal noch ein bisschen in der Hinterhand. Monster Sanctuary. Da passt Digimon doch auch mit rein. Und Schatzi kennt, glaube ich, Digimon noch nicht so gut. Weiß zwar von der Serie, aber hat, soweit ich jedenfalls weiß, eigentlich nichts gesehen gehabt davon. Deshalb ja, kann ich ihr das dadurch jetzt mal zeigen, jedenfalls die Digimon. Mit der Serie hat es ja, glaube ich, nicht so viel zu tun. Und wir spielen das jetzt einfach mal. Und zwar fangen wir dann auch mit dem normalen Spiel an. Fortfahren können wir nicht. Ich habe hier noch keinen Speicher. Ich habe es nur mal kurz gestartet, weil es im Fenstermodus gestartet hatte. Und ich in die Option irgendwie rein musste. Willkommen im Digilab. Hier besteht eine schwache Verbindung mit der digitalen Welt, ein Zugang zum Cyberspace. Dass du hierher gebracht wurdest, bedeutet, dass du würdig bist, auf das Schicksal zuzugreifen, mit dem dieser Ort geprägt wurde. Also musst du dich entscheiden. Welches dieser beiden Schicksale willst du dir zu eigen machen? Vor dir liegt die Aufzeichnung einer Geschichte, die sich zugetragen hat, als die echte Welt und die digitale Welt überlappten. Du kannst dir diese Geschichte mit den Augen zweier Menschen ansehen, die gleichzeitig in diese Ereignisse verstrickt wurden. Welche Rolle du in dieser Geschichte spielst, hängt davon ab, in wessen Haut du schlüpfst. Aus welcher Perspektive wirst du diese Geschichte nachvollziehen? Also gut, triff deine Wahl. Bitte wähle eine Geschichte, die du ansehen möchtest. Ja, wir könnten jetzt Demon Stories Cyber Sleuths Hacker's Memory spielen. Aber wie gesagt, das ist der zweite Teil. Ist die Geschichte des Neulings in einem bestimmten Hacker-Team. Ein Blick durch Hacker-Augen. Aber, wie gesagt, der zweite Teil halt eigentlich. Den kenne ich auch gar nicht. Oder die Geschichte von Cyberdetektiven in zwei Welten. Fange beim ersten Mal hier an. Das werden wir nämlich auch machen. Denn ich kenne die Story auch gar nicht mehr. Ich hatte das Spiel aufgehört, weil ich fand es ein bisschen eintönig von den Welten her. Ich hatte es mir halt anders vorgestellt. Ich dachte, wie so alte Digimon-Spiele, wenn man da in die digitale Welt gegangen ist, auf dem DS-Teil zum Beispiel, dann hatte man auch verschiedene Gebiete, Wüstengebiet und Waldgebiet und all sowas. Und hier war alles eher so auf Datenbahn und fand ich komisch. Aber jetzt weiß ich, was auf mich zukommt. Und es spielt ja auch teilweise in der echten Welt. Ich will jetzt auch noch nicht zu viel verraten. Wir werden uns die Story jetzt ansehen. Und ich verfahre jetzt einfach so, wie es jetzt gerade war. Ich lasse, denke ich mal, die Stimmen an. Lass die reden und rede einfach selber drüber. Nach der Folge werde ich mal kurz checken, ob ich die nochmal aufnehmen muss, ob das vielleicht zu laut war vom Spiel her. Aber wenn das von der Einstellung her passt, dann mach mal so weiter. Ich hoffe, das stört nicht. Und ja, wir starten einfach mal selber. So ist. Wir können Optionen ändern. Wie gesagt, hier habe ich jetzt alles 100%, das passe ich eh beim Aufnahmeprogramm an. Da sehe ich ja, wie laut es in etwa ist im Vergleich zu mir. Minikarte. Lass mal erstmal anzeigen. Partner-Digimon lass mal anzeigen. Kampffeatures lass mal auf normal. Digimon stimmt an. Kampfniveau auf normal. Können wir nur normal oder schwer? Okay, es werden mehr Geld und Items auf schwer erlangt. Ja, aber schwer. Weiß ich nicht, ob ich das unbedingt brauche. Grafikoptionen haben wir auch nicht so viel. Schärfentiefe. Muss ich mal gucken, ob ich das anlasse. Meistens mag ich es, glaube ich, nicht. Ja. Gut, an die Einstellung können wir jetzt nicht viel ändern. Wir lassen das so. Du hast deine Wahl getroffen. Was als nächstes geschieht, wird vom Schicksal bestimmt. Geh jetzt. Wir sehen uns. In der Geschichte versteht sich. Willkommen zu Enjoy Chat. Wähle einen Chatroom.
Gib das Passwort rein. Schön, dass du da bist. Hallo. Mist, ich hab verloren. Hey, das ist für dich bestimmt. Hast du gestern eingeschaltet? Schauspieler oder so heißt, ich hab solche Hunger. Oh Gottes Willen, ich werd zugebombt. Hast du gestern ferngesehen? Hab ich, das war fantastisch. So war das also. Sagt los. Was? Was ist los? Ah, hier sind wir wohl einer davon. Sind wir dieser Aioba? Hey Leute, habt ihr von Digimon gehört? Wie kommst du da drauf? Du meinst Digimon-Programme, oder? Diese fiesen Programme, die Hacker benutzen. Fies? Wie fies denn? Sie können Sicherheitssysteme knacken, Daten stehlen, passwortgeschützte Foren betreten. Alter Phantomann, okay. Diese Programme können viele üble Sachen machen. Sie stecken hinter den meisten Vorfällen in letzter Zeit. Wow, Digimon klingt toll. Mein Freund hatte wegen ihm Probleme mit seinem Konto. Ach was. Wann war das? In manchen Bereichen laufen Digimon frei herum. Moment mal, Digimon können sich bewegen? Klingt so, als ob diese Programme Avatare haben, so wie Monster. Digimon, also digitale Monster. Genau. Wann ist das genau passiert? Herr Navid hat sich eingeloggt. Eden. Also das Paradies. Hey, was geht ab, Leute? Was? Das ist Herr Navid. Was? Das Maskottchen von Ihnen? Keine Bewerbung. Haha. Was zur... Warum kommt ein Vertreter von Ihnen den ganzen Weg hierher? Das hier war eigentlich ein privater Raum. Wer bist du? Und was für die Begrüßung? Nicht wirklich professionell. Moment mal. Ist es ein Hacker? Wenn man vom Teufel spricht. Echt jetzt? So ist es. Ich bin Herr Navid, der Hacker. Ich habe ein tolles Geschenk für euch alle. Loggt euch morgen bei Ihnen ein. Achtung, wenn ihr euch nicht einloggt, werde ich euch hacken. Tschüss. Herr Navid hat sich ausgeloggt. Was zum Teufel? War das ein echter Hacker? Unmöglich, Mann. Ob uns jemand einen Streich spielt? Klingt lustig, oder? Sehen wir uns das an. Sagt nicht, dass ihr alle feige seid. Willst du hin, Akino? Was, wenn es ein echter Hacker ist? Ihn macht doch bloß Werbung für ein Event, oder? Ein echter Hacker wäre aber cooler. Du bist wohl nicht aufzuhalten. Na gut, ich bin dabei. Moment, ist das eine Verabredung? Du willst mit mir ausgehen? Wie auch immer. Kommt noch wer mit? Ich gehe lieber auf Nummer sicher. Ich mach nicht mit. Ich auch nicht. Ich bin dabei. Und so wurde weiter geschattet. Akino und Blaue Kiste setzten ihr spätabendliches Plauderstündchen fort. Es ging wie immer um dies und jenes, was sich eben so ergab. Schließlich dämmerte es vor ihren Fenstern. Es war der Tag, an dem sie sich endlich in Eden treffen würden. Sie taten nichts Ungewöhnliches an diesem Tag. Als die Zeit des Treffens dann näher rückte, Geschlecht, männlich oder weiblich? Ey, ich nehme immer weibliche Charaktere, okay? ich weiß gar nicht, konnte man hier welche Kostüme nochmal auswählen? Ich nehme eigentlich immer weibliche, aber wenn ich selber Text habe, ey, ich glaube, ich nehme mal tatsächlich mal einen männlichen. Dass ich das noch erleben darf. Männlich, und wir lassen mal den Namen Takumi. Wir loggen uns ein. In die Welt der Digimon. Digimon, Digimon. Digimon Sada Champions. Oh, so geil. Ich liebe Digimon. Mit einer meiner ersten Kindheitsserien Dragon Ball Digimon. Willkommen im digitalen Garten Eden. Eden ist eine virtuelle Welt, Metaversum, die mit einer neuen Generation digitaler Inhalte ein revolutionäres Angebot bereithält.
Faszinierende Unterhaltung samt Shopping und Filmen. Alles von geschäftlichen Transaktionen bis hin zu Regierungsaufgaben. Alle Bedürfnisse werden erfüllt. Ich möchte dir gern einige der Angebote zeigen, die Teil deines Alltags sein werden. Die Zukunft des Internets liegt nicht hinter einem Bildschirm, sondern es ist eine intuitive virtuelle Realität mit Avataren. Ich hoffe, dir gefällt unser innovativer Cyberspace-Service. Eden ist ein von Menschenhand geschaffenes Netzwerk der Kamishiro Enterprises, das die Welt mit der Zukunft verbindet. Ich wollte gerade gucken, wie das jetzt passt in etwa zu meiner Stimme, aber gut. Wie gesagt, ich mache nach der Folge dann eh mal eine kurze Überprüfung. Ah, wir haben wirklich Text, dann ist doch besser, dass ich den Karl genommen habe. Sonst wäre es mit dem Synchronisieren ein bisschen schwer geworden. Der Eingang zu Ehen, da hatten wir uns verabredet. Ich bin ein bisschen zu früh dran. Akino und Blaue Kiste sind wohl immer noch nicht da. Jetzt treffe ich sie zum ersten Mal außerhalb eines Chatrooms. Ich weiß allerdings nicht, wie ihre Avatare aussehen. Na, das werde ich schon herausfinden. Ich fange mal an, mit ihren Avataren in der Gegend zu plaudern. Ja, das sind wir jetzt. In ein anderes Gebiet gehen? Nein, wir müssen ja hier bleiben. Ich denke mal, wir können auch noch nicht in ein anderes Gebiet gehen. Austauschschüler. Ich bin aus dem Ausland eingeloggt. Dank Ihnen kann ich mit meinen Freunden in Kontakt bleiben. Achso. Er ist vielleicht Japaner, wie wir, aber er ist gerade im Austausch im Ausland. Aha, okay. Schau mal. Nein, nicht so offensichtlich. Das ist ein Hacker. Geh nicht zu nah ran. Da ist der Typ mit der Kapuze dort. Vielleicht mag er auch einfach nur diesen Style. Geburtstag habe ich ein Digi-Weiß Handy bekommen. Ist das deine Brille? Die ist echt cool. Nächstes Mal hole ich mir auch eine. Mit Digi-Weißes lockt man sich in ihn ein und die Sprachoptionen sind praktisch. Für meine Tochter ist mir das Ganze aber zu unsicher. Das runde Ding mit dem Pfeil ist der Zugangspunkt. Von dort aus kannst du in ihn herumreisen. Hä? Was? Ich habe gehört, dass es in Ehen einen Bereich mit Hackern gibt. Warum lässt die Firma so einen gefährlichen Bereich nicht sofort schließen? Okay, der Hacker sagt gar nichts. Dieser Eingang ist einer der größten in ganz Ehen. Weiter hinten gibt es sogar ein Pavillon. Weißt du über Pavillons Bescheid? In Pavillons können Firmen sicher ihre Geschäfte in Ehen erledigen. Leider sind sie nicht für die Öffentlichkeit zugänglich. Wenn man etwas in der Bank oder Post erledigen muss, kann man das alles hier in Ehen tun. Wirklich praktisch und komfortabel. Heute bin ich von einem erstklassigen Internetcafé in Roppongi eingeloggt. Sowohl der Service als auch die Avatarverwaltung sind spitze. Ich war bei den Ehenstationen in Shinjuku und Shibuya, aber die Bereiche zum Einloggen und die Cafés waren voll und schmutzig. Nichts für mich. Ach Mist, das ist der falsche Pavillon. Ich habe mich wieder bei der URL vertan. Für Bereiche, die immer online sind, kann man Zugangspunkte benutzen. Für alles andere braucht man die jeweilige URL. Habe ein Gerücht gehört. In Ehen treibt ein Geist sein Unwesen. Wenn du dich umhörst, wirst du Geschichten über den weißen Jungen hören. Wenn du genau hinsiehst, ist die Textur des Gesichts durcheinander. Die Arme und Beine sind schleimige Tentakel. Eigentlich ist er der Dämon der schleichenden Dunkelheit. Er nähert sich deinem Avatar und schnappt ihn sich. Mapf, mapf. So erzählt man sich jedenfalls. Was denn jetzt schon wieder? Alles okay, wir lassen dich in Ruhe. Mein Avatar in der digitalen Welt sieht genauso aus wie ich. Ich weiß, das soll Verbrechen verhindern, aber es ist doch ätzend.
Die Arbeit in der Ehrenfiliale einer Firma ist heutzutage sehr angesehen. Suchst du jemanden? Hast du im Gemeinschaftsbereich schon geschaut? Das ist ein freier Bereich wie der Eingang. Du kommst also von jedem Terminal aus dorthin. Keiner der Avatare scheint zu passen. Ich bin wohl wirklich zu früh dran. Ich habe immer noch Zeit vor dem Treffen. Ich sollte mir noch ein paar andere Bereiche ansehen. Ja, aber wir haben noch nicht mit allen hier gesprochen. Außerdem glitzert da irgendwas. Gut. Was ist das? Gummimon-Medaille. Haha, passt schon. Mehr laufe ich im Fitnessstudio auch nicht. Es ist bloß ein Avatar und das wird sich nicht auf seine Muskeln auswirken. Aber es ist ein gutes Pixeltraining, nicht wahr? Hey, wenn du so weiter so rumrennst, fällst du noch hin. Auch als Avatar tut das weh. Echt jetzt? Ich glaube, Ehren-Avatare bewegen sich schneller als echte Menschen. Und du läufst sehr komisch. Wo ist sie? Ich sollte mich schon vor einer Weile mit meiner Freundin treffen, aber ich sehe sie nirgends. Meine Freundin ist spät dran. Ob es wohl mit ihrem Zugangspunkt ein Problem gab? Die öffentlichen sind besser, aber teuer. Normalerweise lockt sie sich von zu Hause aus ein. Wahrscheinlich sind das die beiden. Gut, dann locken wir uns mal in irgendeinen anderen Raum ein. Eden. Leitung Tutorial, Ihnen unterwegs. Benutze die Richtungsknöpfe, um einen Zielort auszuwählen. Neue Bereiche erkennst du an der Markierung neu. Wähle links ausloggen, um zu der Stelle zurückzukehren, an der du ihn betreten hast. Neuer Zielort, in Gemeinschaftsbereich. Gehen wir doch mal dahin. Das ist der Gemeinschaftsbereich. Hier gefällt es mir. Es ist ruhig und man kann sich entspannen. Ich empfange einen Anruf auf meinem Digi-Device. Wer könnte das sein? Huh? Hallo, ich bin's, Herr Navid. Nur einen Moment, du bist spät dran. Du solltest dich beeilen. Los, komm zum Galacta-Park in Kowloon. Meine zwei Freunde sind seit einer Weile hier und warten schon auf dich. Ich habe ein Geschenk für euch alle, aber zuerst müssen alle da sein. Tschüss! Kowloon? Ist das nicht der gefährliche Bereich voller Hacker? Das mache ich nur, ich muss mich beeilen, aber ganz ruhig, keine Panik. Okay, ganz ruhig, keine Panik. Was er wohl mit Geschenk gemeint hat? Egal, nicht zu hin zum Galacta-Park in Kowloon. Ich war noch nie in Kowloon. Wie komme ich denn da rein? Vielleicht gibt es hier jemanden, der weiß, wie man zum Galacta-Park in Kowloon kommt. Ich sollte mich mal umhören. Du hast das Stichwort Galacta-Park Kowloon erhalten. Ich weiß gar nicht, ob Kowloon richtig ist, aber ich sag mal, ich nenne es einfach mal so. Stichwörter, Schlüssel. Bei Unterhaltung wirst du Stichwörter hören. Du erkennst sie am Schlosssymbol. Das heißt, dass du eine Figur zum Stichwort befragen kannst. Wenn du Fragen zu den richtigen Stichwörtern stellst, öffnet sich das Schloss und du erhältst neue Informationen. Ich habe etwas Funkelndes am Ende der Straße gefunden und dann habe ich was Tolles gesehen. Ist das das neueste Digi-Device? Cool, wenn ich eins hätte, könnte ich so viel machen. Der Name Digi-Device steht für digitales, rechtmäßiges Standardterminal. Der Freund vom Cousin meines Kumpels hat das gesagt. Das Monument ist eine Miniaturversion von ihnen. Ah, hier geht's auch noch runter, okay. Der Kleinen kann ich nicht reden. Ich wollte mit meiner Freundin shoppen gehen, aber hier an ihnen gibt es so viele Läden und jeder davon ist riesengroß.
Vielleicht bin ich zu alt, um in der echten Welt weit zu kommen. Aber hier in Eden kann mein Avatar lange Strecken schaffen. Das ist wirklich toll. Mit dem kann ich auch nicht gehen. Ah, hier ist Funkel. Minomon-Medaille. Der Bereich ganz oben ist für den Eden-Büros von Behörden und Großunternehmen. Er ist so klamourös. Und die unterste Etage, die ist mit alten, unnützen Daten gefüllt. Sie soll ziemlich zwielichtig sein. Ich habe gehört, dass die Virusattacken alle dort starten. Es ist ein richtiges öffentliches Ärgernis. Ah, und hier haben wir den, mit dem wir gehen müssen. Siehst du nicht, dass ich beschäftigt bin? Galactapark Kowloon. Was? Du willst nach Kowloon? Aber warum? Dort gibt es keine Gesetze und es sind überall Hacker. Wenn du auf so etwas stehst, habe ich dir nichts mehr zu sagen. Frag doch einen Hacker. Am Eingang steht so eine zwielichtige Gestalt. Aber ich bin nicht schuld an deinen irrgeleiteten Ideen. Werd mal erwachsen und übernimm Verantwortung. Boah, wie bin ich gerade voll gehypt auf das Spiel. Upamon-Medaille erhalten. Ja, und am Eingang meint er, vom anderen Bereich, denke ich mal. Gehen wir da nämlich mal wieder hin. Das wird bestimmt der Typ sein, der erst nicht mit uns geht. Genau, der wollte erst nicht mit uns gehen. Die Frau hat aber auch noch was. Was ist denn jetzt schon wieder? Ist denn Galactapark, Kowloon? Was soll es sein? Klingt nach einem neuen Kaugummi. Keinem guten. Ach, Kowloon, nichts mit Kauen. Kenne ich leider trotzdem nicht. Vielleicht solltest du jemand anderes fragen. Okay. Hey du. Kennst du Kowloon? Ich will dahin. Zum Galactapark in Kowloon. Also ich will dahin zum Galactapark. Das glaubst du zu wollen, nicht wahr? Achso. Ich zeig dir, wie du ankommst. Hier ist die Uhr. In ihr Gebiet. Nimm sie. Danke. Ich hab die URL. Jetzt kann ich nach Kowloon. Anderes Gebiet, jawohl. Neuer Zielort, Kowloon, Ebene 1. Dann gehen wir doch mal hin. Wo sind sie alle hin? Ah, das ist wohl ein Scherz. Nein, bist zu spät, viel zu spät. Sorry, ich bin spät. Ich bin Takumi, alias Aiwa. Ach, hallo. Ja, ich bin Akino. Du bist zum ersten Mal an Ihnen, stimmt's? Mein echter Name ist Nukia Shiramine. Hallo, schön, dich kennenzulernen. Versucht ihr noch süß zu machen? Oder auch gar nicht. Du bist spät dran. Was hast du denn getrieben? Mich an so einem gefährlichen Ort ganz allein zu lassen. Wie würdest du dich denn da fühlen? Du fragst, ob blaue Kiste schon da war? Oh ja, hier gewesen ist er. Aber was macht das überhaupt für einen Unterschied? Ist das überhaupt zu fassen? Eher so... Hui, ich muss einen Geist finden. Und plötzlich rennt er alleine los. So läuft das bei dem offenbar. Ganz und gar von sich überzeugt. Denkt er selber im Wunder was, weil er gut aussieht oder so. Also, was jetzt? Der Geist des bleichen Jungen? Ich kenne die Gerüchte, weiß aber nichts Genaues. Was hat er denn vor, wenn er ihn findet?
Echt jetzt Geister im Cyberspace? Wie unwissenschaftlich. Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Nicht, dass ich Angst hätte, oder? Buh. Ah! Hey, ganz ruhig. Du übertreibst ein bisschen, findest du nicht? Uff, Agatha. Du bist es nur. Ich dachte, du wärst ein Geist. Wenn du ein Angsthase bist, brauchst du ja nicht herkommen und so tun, als wärst du mutig. Hey, du warst es doch, der mich hier abgehängt hat, Agatha. Du widerlicher Kleiner. Ach, sei einfach still. Also. Wir haben uns hier noch nie gesehen, oder? Ich bin Agatha Sanada. Ist mir ein Vergnügen und so weiter. Hey, so stellt man sich aber nicht richtig vor. Du bist sicher mittlerweile selbst drauf gekommen, aber er steckt hinter blaue Kiste. So hast du ihn dir bestimmt nicht vorgestellt. Im Chat ist er nett und rücksichtsvoll, wie ein großer Bruder, nicht wahr? Als ich ihn das erste Mal getroffen habe, war mir nicht wohl. Er ist grimmig, egoistisch, hat so einen komischen Blick drauf. Warum hat sich die Natur an dem Plus so verausgabt? Spar dir das dumme Geschwätz für später, ja? Beim Warten auf Takumi habe ich mich ein wenig umgesehen. Ich dachte, dass dieser Herr Navi, der uns herbestellt hat, vielleicht da wäre. Wie? Ich dachte, du suchst einen Geist. Naja, das auch ein bisschen. Aber am Ende habe ich keinen von beiden gefunden. Es gab überhaupt niemanden, den ich hätte finden können. In einem Gebiet wie Kowloon würde man doch Hacker erwarten, auch wenn es gefährlich ist. Entschuldigt vielmals die Verspätung. Ich bin Herr Navid. Für all die braven Jungs und Mädchen habe ich ein Geschenk mitgebracht. Und zwar die wundersame Kraft, die Welt zu verändern. Hä? Wie? Was ist los? Hacking. Wir wurden alle gehackt. Ein neues Programm wurde installiert. Digimon Fang. Wow, dieser Navid kann was. Der ist einfach so durch meine Firewall spaziert. Digimon Fang? Das ist ein Hacker-Tool, das in letzter Zeit bei Hackern umgeht. Moment mal, mit Digimon meinst du also die Digimon? Ja, genau, die Digimon. Die, die dich so brennend interessieren. Es gibt eine Art von Daten, die man digitale Monster nennt. Über einen Scan-Vorgang kann man sie laut diesem Ding fangen. Aha, Digimon heißt also doch digitale Monster. Wie? Hey, Moment mal, Digimon sind doch so böse Programme von Hackern, ja? Das heißt also, dass wir Hacker geworden sind? Nun, so könnte man es vermutlich sehen. Es ist jedenfalls kein Grund zur Aufregung. Hacker sind heutzutage nichts Besonderes mehr. Oh nein, das geht gar nicht. Hacker sind böse. Ich mache da nicht mit. Ich will damit nichts zu tun haben. Ich werde dieses Programm löschen. Wie? Nee, das ist doch jetzt ein Scherz. Ich kann das nicht deinstallieren? Lass es sein. Das Programm ist geschützt. Wer weiß, was passiert, wenn du die Löschung erzwingst. Hä? Was soll das heißen? Könnte das der Geist sein, von dem alle reden? Lass ihn nicht entkommen. Agatha, warte! Warum verfolgen wir ihn? Ich hau ab. Ich gehe nach Hause, hört ihr? Was ist das denn? Das war vorher nicht da. Was macht das denn hier? War das auch ein Hacker? Soll das heißen, dass wir weitergehen sollen? Lassen Sie uns nicht zurück nach Hause? Agatha könnte in Schwierigkeit stecken. Ihm nach. Nein, ich gehe nicht mit. Ich weigere mich. Dann werden wir wohl alleine gehen müssen, oder wie? Aber, wir haben schon 30 Minuten. Das machen wir das nächste Mal dann. Bei Digimon Cyberslus. Ich guck mal schnell nach, wie es vom Ton her passt und dann sehen wir uns wieder. Bis gleich.